Hallo, heute ist Donnerstag, 5. März. Es ist jetzt 18:08 Uhr. Ich habe gedacht, ich vlogge heute mal wieder für euch und zwar von meinen ganz normalen Vlogs, weil da hat es seit Silvester keinen neuen Vlog mehr gegeben. Nur danach halt Leonie-Vlog und andere Videos, weil ich mir gedacht habe, ich mache mal andere Videos wieder, also wie DIY oder so, weil sonst nur Vlogs und das auf meinem Kanal eben habe ja bei meinem Kanal Trailer sozusagen, also das Video, was halt läuft, wenn also ich bin ja ganz ein bisschen verkühlt. Vielleicht hat man im Hintergrund außen voll Husten, ist mein Dad, der es noch schwerer hat mit Husten, weil er Asthma dicker ist. Also Asthma hat, starkes, schweres Asthma. Ja, wo war ich denn? Genau. Weil, also wenn man mich noch nicht abonniert hat und auf meinen Kanal kommt, ist halt so ein Kanal-Trailer sozusagen. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Und da habe ich mal gesagt, dass meine Videos eigentlich Vlogs seien, aber nicht nur, sondern auch DIYs kommen oder so oder Hauls. Und genau das eben mache ich ja. Nur ich kaufe halt nicht immer was, daher kann ich nicht immer ein Unboxing oder ein Haul oder so für euch abdrehen. Ich habe mir jetzt auch überlegt, dass ich endlich mein großes Geheimnis lüfte, beziehungsweise es ist nicht so groß. Aber ich habe euch ja schon einmal erzählt gehabt, dass ich ja in dem Jahr ein Projekt vorhab und habe euch nichts weiteres über das Projekt erzählt gehabt, weil ihr darauf warten wollt, dass ich wirklich weiß, dass alles fix passt, so wie ich mir das vorgestellt habe. Also dass es funktioniert und dass ich Sachen dafür finde, was ich haben kann. Und genau das habe ich alles und die haben alles durchgerechnet und durchgemessen und so. Und es passt alles genau auf den Punkt, so wie ich es gern hätte. Und jetzt ist der Moment, wo ich es auch einfach lüfte. Denn ja, vielleicht der ein oder andere von euch, der ist schon arg gespannt, was es eigentlich ist für ein Projekt. Weil ich es ja geheim gehalten habe. Und zwar. Kennt ihr ja meine Nische vielleicht da im Zimmer? Da steht der Schrank. Also, ich zeige es auch mal andersrum. Da steht mein aktueller, naja, Kleiderschrank. Ist eigentlich irgendwie ein Schuhschrank, weil eigentlich, ja, es ist kein richtiger Kleiderschrank. Und da gegenüber das Regal. Und wie ihr seht, ist das komplett leer. Und der Schrank, kann ich euch jetzt aber nur ein bisschen zeigen. Ich hoffe, man sieht was. Ist auch komplett leer. Innen und außen. Denn mein Projekt laut oder ist aus der Nische, ich gehe mal weiter zurück, aus der Nische da einen Kleiderschrank zu machen. Und zwar wird er dann auch, also begehbar halt sein, was nicht meine Absicht war, sondern einfach prinzipiell ein Kleiderschrank, weil dann hat die Nische eine Funktion, eine Verwendung und ja, stört mich so nicht mehr, dass sie nicht weiß, was sie hintun soll. Und das ist mein Projekt, das ich vorhabe, in dem Jahr mindestens das fertig zu kriegen. Eben, wie gesagt, aus der Nische einen Kleiderschrank zu machen. Ich habe auf Amazon schon so einen Vorhang gefunden, den ich davor will. Vorher wollte ich es mit so einer Falltüre machen, aber da braucht man wieder einen Rahmen und dann bin ich auf die Idee gekommen, weil ich bei einer Serie gesehen habe, dass eine. Weil dann habe ich bei einer Serie gesehen, dass einer halt aus seiner Nische so einen Schrank gemacht hat und die das aber mit einem Vorhang, also zugehabt hat. Und dann habe ich mir gedacht, das hat mir dann auch irgendwie voll gefallen, die Idee. Und dann haben wir gedacht, das ist eigentlich doch viel bessere Idee, als wie wenn ich Dings. Wie heißt es, als wie wenn ich Falltür nehme, wo man wieder einen Rahmen braucht und Brettel und Zeig und Glump und wer weiß, wo man das herkriegt. Und eben werde ich es jetzt mit am Vorhang machen, denn ich bin eigentlich gerade dabei, ein Video zu schneiden und zwar das Geburtstagsvideo von meiner Schwester. Das kommt halt leider einen Monat zu spät, fast.
Aber ja, weil sie hatte am 22. Februar. Und ja, wir waren da irgendwo, aber das sage ich auch nicht, denn wenn es auch interessiert, schaut dann unbedingt auf den Kanal von meiner schaut auf den Kanal. Dann, wenn es auch interessiert, dann schaut auf den Kanal von meiner Schwester vorbei. Dort wird nämlich das Video also sein. Denkt auch nichts, wenn ihr dann auf einmal bei einer Szene eine andere Frisur habt und ein anderes Leibel. Ich werde die Szene noch einblenden, weil ich die eigentlich vor 2 Tagen beim Vlog gefilmt habe, wo ich aber erzählt habe, dass ich mir gerade mit dem Schneiden über das Leonie-Video bin, obwohl ihr das sozusagen online ist, wenn ihr das ohne Video gesehen hättet und das hätte jetzt dann geschnitten, eigentlich den Vlog. Jetzt habe ich aber keinen Bock mehr dazu gehabt, weil ich mir gerade gedacht habe, das bringt mir nichts. Also werde ich was Aktuelles machen. Da werde ich jetzt einfach die Szene einblenden, also euch einblenden, wie ich das Zimmer aufgeräumt habe. Ja, mein aktueller Kleiderstand sieht einfach so aus. Es ist jetzt 19.47 Uhr und ich hocke immer noch dran an dem Geburtstagsvideo von meiner Schwester. Werde jetzt aber weiterschneiden, denn mir fehlt nicht mehr viel, also von den Szenen. Und dann brauche ich eine Musik und dann kann ich es zusammenschneiden und dann kann ich es noch online stellen. Ja, das werde ich jetzt noch machen. Und ja, danach weiß ich noch nicht, werde ich eher wahrscheinlich. Dann werde ich duschen gehen, so. Und danach höchstwahrscheinlich schlafen gehen. Oder na, weitermachen. Und momentan stehe ich voll auf dem Milka-Dings da. Leute, ich sag's euch, es ist jetzt einfach mal 20:16 Uhr. Und also wegen der 1 Minute Viertel nach 8 und ich sitze immer noch an der Scheiße dran, weil das gerade irgendwie sogar total spinnt, das Programm. Au. Es lässt sich nichts mehr scrollen, es geht nichts weiter. Und das kotzt mich an. Boah. Badewanne verstopft, oder? Ja. Wie ich es mitgekriegt habe, ist unser Badewanne verstopft. Und ich mache mir jetzt Abendessen. Ich habe Hunger. Es ist jetzt 21.18 Uhr, der Scheiß geht immer noch nicht weiter. Und wir haben, ich habe es ja vorher mitgekriegt, unsere Badewanne war verstopft. Und ja, sie war. Hat den Grund, dass wir es geschafft haben, mein Dad und ich, sie wieder zu entstopfen. Und jetzt geht sie wieder. Nur einmal sind wir komplett badevoll nass geworden und ich fühle mich gerade echt so schmutzig. Deshalb werde ich dann gleich mal duschen gehen. Ich glaube, sag mal, ihr wollt es nicht sehen. Ich würde es nicht sehen wollen, wie die vorher ausgeschaut hat. Aber jetzt schaut die Wanne wieder so aus. So, jetzt ist es 21.52 Uhr. Und es ist immer noch nicht fertig. Also, es hat immer noch nicht weitergeladen. Und wie man unschwer erkennen kann, war ich duschen, Gott sei Dank. Jetzt fühle ich mich viel frischer, viel sauberer und werde jetzt dann nur gleich, beziehungsweise ich werde wahrscheinlich, je nachdem, hoffe ich, dass ich das vorher fertig machen kann, weil da brauche ich leider nur die Szene jetzt, die kommt dazu und nur eine und Musik und dann war es fertig. Also ich hoffe, dass das jetzt schnell geht. Wenn das ohne auch so lange braucht, der ohne Teil, den ich nur dazu tun muss, weil ich mache immer 2 Videoteile ins Schnittprogramm einer.
Die schneide ich dann, dann hole ich die nächsten zwei. Und tue die immer, ich habe da so einen Ordner, der nennt sich YouTube, da habe ich immer alle Videos rein von jedem Vlog, von jedem Video, die Einzelteile. Und da tue ich dann immer gleich die da in den Ordner dazu, damit die halt nicht durcheinander kommen. Und ja. So, wegen der Musik habe ich meine Kopfhörer eingetan, deshalb musste ich das Handtuch über die Ohren lösen. Normalerweise habe ich es immer so, weil ich finde, dann hört es besser. Mittlerweile haben wir es jetzt schon 23.07 Uhr und jetzt schneidet der das Video von meiner Schwester sich zusammen, dass es auch Video wird. Und während des Ganzen mache ich mir jetzt fertig, also meine Haare und so. Und leider ist mein Öl auch schon langsam alle. Aber da habe ich auch mal ganz Anfang von dem Kanal Video, vom Flop-Produkte Video, habe ich auch mein Top-Produkt vorgestellt. Und das war unter die Top. Und es ist Top. Das hat sogar Freunde von mir. Und das kann ich auch wirklich weiterempfehlen. Das ist von Garnier, Fructis, Wunderöl. Und ich liebe es, weil es absolut genial ist. Und ja, das werde ich mich fertig machen. That shade of doubt hanging around that old. Leute, ich habe einen sehr guten Tipp für euch, wenn ihr das Haaröl auch habt, wie ihr eure Hände nicht mehr so ölig kriegt, nachdem ihr es in die Haare getan habt. Und zwar, wenn ihr eure Haare kopfüber habt, so wie ich, so mache ich das nämlich immer, so kann ich es einfach gut da hinten bis da vorne in Ansatz gut einreiben. Dann nehmt eure Haare einfach so in die Hand, als wie wenn ihr sie zusammenbinden würdet. Und nehmt eure Handflächen und reibt es einfach so ein. Ich schwör's euch, wenn ihr den Trick anwendet, eure Hände sind danach nicht mehr so ölig, als wie wenn ihr gerade das Öl eingetan habt und eingetan habt in die Haare. Seien sie echt nicht mehr. Meine Hände fühlen sich nicht mehr so an. Und genau das ist mein Trick. Und wenn es sich immer nur so anfühlt, dann fahre ich nochmal ein bisschen immer durch die Haarsträhnen durch, bis es sich nicht mehr so anfühlt. Und glaubt's mal, wenn ihr den Trick anwendet, ihr werdet erstaunt sein, wenn es bei euch auch funktioniert, so wie bei mir, dass es tatsächlich funktioniert. Und ja, wenn ich das Öl eingeladen habe, warte ich immer nur so ein paar Sekunden, bis es einwirkt. Und ich sag euch, mit dem Öl kommt ihr perfekt durch eure Haare durch, aber wirklich perfekt. Und ja. Und jetzt werde ich noch die paar Haare dann gleich aus meiner Bürste tun. Das mache ich immer, nachdem ich mich gebürstet habe. Die Haare, was in der Bürste sind, außer und wegschmeißen. Weil ich weiß nicht, ich mag das sonst nicht. Und das Handtuch schnell ins Bad. Und mein Dad ist da gerade baden. Das heißt, ich kann auch nicht mit einnehmen.